Ja, und wir haben mit dem Mann gesprochen, der das Kind gefangen hat und ihm damit das Leben gerettet hat. Wie groß war die Schlagkraft? Der Junge fiel ja immerhin aus dem dritten Stock. Es war nicht so einfach, das Fangen abzuschätzen, weil das Gewicht bei so einem Menschen kommt ja nicht auf einen Punkt, eher verteilt auf den ganzen Körper, also auf Arme und Beine, und es ist ziemlich schwer zu fangen. Aber der Junge hat das aktiv unterstützt. Er ist wirklich perfekt in meinen Armen gelandet und das war es, was gezählt hat. Ich meine, ich bin schnell, ich habe gut funktionierende Muskeln, eine schnelle Reaktionszeit und schnelle Füße. Ich habe immer Football gespielt und habe immer gelernt, meine Hände in die richtige Position zu bringen, um ihn gut runterzuholen. Es ist wie ein Instinkt bei mir. Er hat sich gedreht und ist perfekt in meinen Händen gelandet. Ist genau so gelandet. Ich hatte eigentlich mehr Angst, dass sein Körper irgendwie falsch ankommt. Ich meine, es ist immer wichtig, dass man wach durchs Leben geht. Für deine eigene Sicherheit und auch für die Sicherheit von anderen. Und das hier, das war ein gutes Beispiel dafür, wie hilfreich es ist, wenn man so etwas immer erwartet. Und dass es hilft, wenn man wachsam ist. Im Marinekorps trainiert man diese Schutzfunktion. Und diese Geisteshaltung hat mir geholfen, so schnell und so zielgerichtet mit Situationen wie diesen umzugehen. Also einfach die Aufgabe lösen, ja, und weiter geht's.